Und damit willkommen zurück zu Mord im Orient Express. Wir haben inzwischen schon einige der Geschichten von der Frau Locke durchlebt, auch die von 2019, ein paar Tage nachdem Daisy ermordet aufgefunden wurde, und zwar dieses Aufeinandertreffen mit dem Clark. Nun ging es darum, dass wir ein paar der Leute hier befragt haben und rausgekriegt haben, dass unser guter Captain vom Anfang eine Beziehung hat mit einer der anwesenden Personen. Nun soll es aber weitergehen mit der Ohr und ja, was wir sonst noch entdecken. Wir haben inzwischen irgendein kleines Rätsel, was wir lösen sollen. Wem gehört das Taschentuch? Wir haben ein H. Das war einfach. Aktuell, wir haben dieses H. Im Taschentuch ist ein H aufgestickt. Das muss der Anfangsbuchstabe des Besitzers sein. Taschentuchbesitzer. So, wem könnte das Taschentuch den gesammelten Informationen nachgehören? Wäre ich vorsichtig, denn auch wenn wir wissen, wie die Namen sind, die wir gerade mitgekriegt haben, könnte es ja immer noch einen zweiten Namen geben. Viele Leute, also, das heißt viele, aber es gibt immer noch Leute, die zweiten Namen haben. Zum Beispiel Konstantin, wer weiß, wie er heißt. Hartmann. Hildegard. Otaru, Hector, Hubbard. Da fehlen aber noch ein paar, oder? Greta Olsen. Es fehlen noch zwei. Ein N. Ein H, Entschuldigung. Mary. Ja, wahrscheinlich die, wo man nicht wissen, wie es sein könnte. Genau. Wo wir den Vornamen nicht kennen. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Okay, müssen wir alle die befragen. Was haben wir hier noch? Hypothesen zu Ohr. Welche drei Hypothesen gibt es zu Ratchets Ohr? Die Uhr zeigt die Zeit, zu der Ratchet tot aufgefunden wurde. Die Uhr zeigt an, wann er eingeschlafen ist. Die Uhr zeigt den Zeitpunkt des Mordes an. Das kann auch immer sein, fairerweise. Na, eingeschlafen nicht. Zeigt zu der tot aufgefunden wurde? Nein. Wurde vom Mörder manipuliert? Vielleicht. Die Uhr zeigt die Zeit an, zu der der Mörder floh. Wenn der Mörder geflohen ist und dabei was umgestoßen ist, könnte es sein. Es gibt nur drei mögliche Hypothesen. Die Uhr wurde manipuliert oder verstellt. Oder sie zeigt die Zeit des Mordes an. Ich werde diese beiden letzten Möglichkeiten untersuchen, bevor ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehe. Wenn die Uhr wirklich die falsche Zeit anzeigt, ist sie vielleicht kaputt. Es könnte auch einen anderen Grund geben, der direkt mit Ratchet zusammenhängt. Vielleicht ist die Uhr auf eine andere Zeitzone eingestellt. Okay, jetzt haben wir. War die Uhr schon defekt, bevor das Glas zerbrochen war? Welches Detail könnte darauf hinweisen, dass die Uhr nicht schon stehen geblieben war, bevor das Glas zerbrochen wurde? Was haben wir? Die Uhr war nicht defekt, denn der Sekundenzeiger bewegt sich noch. Das ist die richtige Antwort. Naja. Warte mal, wir gucken nochmal die Hypothesen an. Aber sie kann doch so falsch eingestellt worden sein. Wenn Ratchet um 1.15 Uhr tot ist, welche Information ist dann widersprüchlich? Jemand hat sich um 0.37 Uhr Switch ausgegeben. Der Zug steckt. Hä? Es gibt doch gerade alles Null Sinn, oder?
Weil das sind ja alles, es wäre ja jetzt eine widersprüchliche Zeit, die 1.30 Uhr wäre, oder? Mit einem Problem versehen. Ach nee, jetzt verstehe ich es. Ja, natürlich, das ergibt Sinn. Sorry. Ich muss kurz überlegen. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im... Okay, damit haben wir Zeit zu noch. Istanbul, UTC plus 2. Fantastik. Und, na, wir sind gerade hier Winkomski, also sind wir UTC plus 1. Magnifik. Wenn diese Theorie richtig ist, dann fand der Mord um 0.15 Uhr statt. Ich muss alle Passagiere befragen, um zu sehen, ob einer von ihnen ein Alibi für diese Stunde hat. Mhm. Okay, das wird diesmal so aufgezogen. Wessen Alibis stimmen überein? Na, die haben zusammen doch gespielt. Book hat jemanden massenweise Zeug erzählt von der Bahn. Wem war das gewesen? Das war der Arzt oder McQueen? Debenham? War mit Olsen. Und Arbuthnot war mit diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit. Dem war Arbuthnot nochmal gewesen. Okay. Die sind fix. Die und die. Book. Ich weiß leider nicht mehr, mit wem war denn Book unterwegs? Doch, Konstantin? Okay. Meine kleinen grauen Zellen haben. So, das heißt also, wir wissen, dass die Dame noch frei ist. Gut. Weiter geht's, wir brauchen noch einen Schnurrbart. Jetzt machen wir den Kühlschrank auf, damit wieder schön die Wärme an die Paar-Soda-Flaschen kommt. Perfekt. Was gibt's heute Schönes? Es tut mir leid, Sir, aber ich muss mich aufs Backen konzentrieren. Das ist ja sehr rührend. Absolut, kann ich mal den Kühlschrank aufmachen und gucken, ob da drin was liegt. Nachdem wir so schön tittesartig. Sag mal, einfach von Verstaubfach. Also, ich meine, wer verpackt denn Gegenstände so? Klar, ist weniger Luft drin, aber es ist ja einfach viel mehr Verpackungsmaterial, was man braucht. Okay. Dann, wir gucken nochmal hinten. Wie immer. Da war nix. Die Bedienstetenquartiere. Die Tür ist einmal aufgeschlossen, seitdem ist sie offen. Jeder darf rein. Jetzt gucken wir, ob wir irgendwo noch den Schnurrbart finden. Wenn der Zug einmal hält oder scharf bremst, dann fliegt doch eh der Turm von Hanoi um. Nun gut. Entschuldigen Sie die Störung, Monsieur Mori. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Bitte beeilen Sie sich. Ich muss ein Essen vorbereiten. Dieses mit einem H-bestickte Taschentuch gehört es Ihnen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Merci, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich hoffe, dass Ihre Ermittlungen das heutige Menü nicht stören werden. Stören? Kann es denn als stören? Ist das ein schwedisches Menü?
So. Gut, weiter geht's. Wenn das Laderad weg ist. So, wir haben ja schon gemerkt, an der Bar gab es ein Problem mit einer anderen Uhr. Das heißt, wir werden bestimmt dieses Minispiel gleich machen dürfen. Fehlt nur, dass hier Bimmelbilder drin sind. So, wir haben ja auch wieder dieses Lade. Diesen Ladeabschnitt. Ich denke mal, das sind wirklich Ladeabschnitte mit. So, hier waren wir schon gewesen. Brauche ich schon mal gucken. So, jetzt aber. Monsieur Foscarelli, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist. Ah, Signore Poirot, nicht wahr? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie zu mir kommen würden. Das ist leider gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Hallo, Monsieur Poirot, bitte entschuldigen Sie, wir haben ein kleines Problem. Die Orangensaftpresse ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Monsieur Foscarelli hat mir freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Es ist zwar kein Automotor, aber ich tue mein Bestes. Selbst zu zweit schaffen wir es nicht. Lassen Sie mich raten, Sie erbitten die Hilfe vom großen Poirot? Ich beantworte Ihre Fragen gerne, wenn wir fertig sind. Zum Wohle der Saftpresse. Na gut. Okay, wir müssen also die Rädchen... Gucken wir mal. Achso, können wir mal hier die Kamera drehen? Ja. Dann haben wir hier... etwas... Das klappt nicht. Weil das zu weit. Ach so, weil das zu weit hinten ist, ich sehe. Wenn wir aber ein so ein großes nehmen. Gibt es keine größere? Können wir eins wegnehmen? Oder können wir noch mal eins draufsetzen irgendwo? Ah, okay, wir können die mehrfach bestücken. Das ist gut zu wissen. Das ist seltsam. Ich hätte nur gedacht, wir hauen zwei drauf. Ich jetzt ein großes nehme. Geht's nicht drauf, das ist zu weit weg. Oder soll das hier jetzt ein... Warte mal, Idee. Wir nehmen mal kurz das Kleine hier rüber. Und nehmen das Große hier hin. Okay, dann nehmen wir ein Kleines dann hier hin. Nee. Nehmen wir also ein Großes da hin. Nehmen ein Großes dann hier hin. Wir müssen noch ein kleines hier oben dran nehmen. Also ich weiß nicht, ob eine Saftpresse so viele Zahnräder hat. Ich glaube, das ist eher sehr unpraktisch, die so zu bauen. Voilà, jetzt sollte sie wieder korrekt funktionieren. Funktionieren. Bravo! Ich sollte bei Autos bleiben. Nun, jetzt können wir in Ruhe reden. Monsieur Foscarelli. Oui? Antonio Foscarelli. Sehr erfreut, Monsieur Poirot. Sie haben wahrscheinlich vom Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Natürlich. Das ist das Einzige, worüber aktuell gesprochen wird. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ja, die USA waren in den letzten 10 Jahren ein Hauptmarkt für unsere Autos. Erinnern Sie sich an den Fall Armstrong? Armstrong, das war der Name, ja? Es war eine piccola ragazza, ein kleines Mädchen, ein Baby, nicht wahr? Oui, oui, eine sehr tragische Angelegenheit. Wussten Sie, dass Cassetti, der Entführer, in Wirklichkeit Ratchet war? Oh no, dann hat er den Tod verdient. Ich meine, würden Sie das nicht auch sagen?
Das Alibi. Können Sie mir sagen, wo Sie in der Mordnacht waren? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Aber ich habe sehr schlecht geschlafen. Mein Mitbewohner, Signor Mastermann, hatte Zahnschmerzen. Er hatte die ganze Nacht gejammert und mich damit mehrmals geweckt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gehört oder bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin die ganze Nacht in meinem Bett geblieben. Mhm. Dann danke ich Ihnen, Monsieur Foscarelli. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen konnte, Signore. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mich brauchen sollten. Vielen Dank, Monsieur Poirot. Ich kann den Orangensaft wieder auf die Karte setzen. Oh mein Gott. Das wäre ja alles zusammengebrochen. Das wäre Anarchie ausgebrochen. Ohne Orangensaft. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist doch ein perfekter Ort. Eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Enchanté, Mademoiselle. Sind Sie Hildegard Schmidt? Das bin ich, jawohl. Und Sie, das weiß ich, sind Herr Poirot. Richtig. Darf ich Sie um ein paar Minuten Ihrer Zeit bitten, um ein paar Fragen zu beantworten? Mit Vergnügen. Aber darf ich Sie zuerst um Hilfe bitten? Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß nicht. Ich stehe Ihnen zu Diensten, Mademoiselle. Meine Herrin, Prinzessin Dragomirov, hat mich gebeten, diese traditionelle Matroschka-Puppe zu öffnen. Darin befindet sich ein Schmuckstück, das sie herausholen muss. Mademoiselle, meiner Erfahrung nach lässt sich jede schachtelbare Puppe einfach auseinanderziehen, um die nächste zu enthüllen. Das weiß ich, aber probieren Sie es selbst aus. Wie Sie wünschen. Ach, Sie sind ein Gentleman. Oh Gott, ich möchte ganz kurz nochmal gucken. Die hat ja einen so seltsamen Akzent. Woher kam sie nochmal? Hier. Deutsche. Das ist ja irgendwie total... Ich weiß auch nicht. Ich höre da jedes Mal alles Mögliche raus bei ihr. Gut. Ah, okay. Wir müssen also hier irgendwas anpassen. Haben wir irgendwo einen Indiz, nach was wir das ordnen müssen? Ist es egal? Ich meine, wir haben es jetzt in eine Richtung ausgerichtet. Wir hätten jetzt bei einem anderen natürlich auch vier andere auswählen können, vier andere Richtungen. Das ist ja nicht klar gewesen, welches das obere ist. Aber gut. So, danach machen wir einfach mal alles die gleiche Farbe, würde ich sagen, wie es hier aussieht. Das hat nicht funktioniert. Okay. Dann haben wir einen Hinweis. Wenn wir das hier aus, ist es der Hinweis, dass das nächste blau wird. Okay, woran mache ich fest, was hier oben ist? Warte mal, ist hier irgendwo? Nee. Die sind doch alle unabhängig, wenn ich es richtig sehe. Warum zählt das jetzt nicht, ist die Frage nur. Okay, das erste war total einfach gewesen, aber hier sehe ich noch gerade gar keinen. Also da haben wir irgendwie, seht ihr, diesen Strich links. Wir können das jetzt sehen, dass das hier das Rot sein muss. Mit den Blüten, die oben sind.
Aber was ist das nächstes? Nochmal das und dann muss unten lila sein. Jetzt haben wir es genau erfüllt. Guckt mal, oben sind das Orange, ne? Dann machen wir lieber Orange weiter. Sehe ich leider gerade noch keinen logischen Schluss. Hat die so einfach eine Matroschka-Puppe mitgenommen? Oh, verrücktes Biest. Die Dame. Würde ja Sinn ergeben. Wir haben oben die roten Blüten. Können schon die hier hinsetzen, da passen die wieder zusammen. Oder geht es hier um Blüten, die irgendwie nach eine Richtung zeigen? Ich habe zum Beispiel diese pinken Blütenblätter auf der dritten Ebene von oben. Okay, da bin ich jetzt wirklich mal ein bisschen überfragt, weil was, wenn wir einfach hin und her drehen, sehen wir da irgendwas, woran klar ist, dass wir nehmen können? Ich mache einfach nochmal dumm alle, jedes Mal die gleiche Farbe. Das halb-halb jetzt genau gemischt, aber das geht auch nicht scheinbar. Bin ich gerade so doof, dass ich das Rätsel nicht verstehe, aber ich suche immer nach Ankerpunkten, irgendwie um klar zu machen, welches was die Orientierung. Für uns war es egal. Jetzt können wir hier beliebig hin und her drehen. Und wir sehen manchmal Blüten ganz oben, die lila sind und an den Seiten halt orange. Ne? Deswegen habe ich auf orange umgeschaltet. Hier. Das Problem ist auch bei dieser Ebene, wir nach unten keine Idee haben. Deswegen könnte man natürlich wieder orange nehmen und dann sieht man wieder lila Blüten, deswegen nimmt man unten lila. Schon würde das bei mir jetzt Sinn ergeben, wie ich die anordne, aber das will irgendwie hier nicht selber sein. Wenn ich pink habe, könnte es sein, dass darunter blau kommt. Nee, kann nicht. Okay, also irgendwas Kleines übersehe ich ja gerade. So schwer kann es ja wirklich nicht sein. Ach, warte mal. Da oben, guck mal, da sehen wir oben. Ach, drin. Guckt mal. Pink, orange, blau, weiß. Der Code war einfach in der anderen drin. Ihr Schweine. So, jetzt haben wir wieder. Drehen die alle gleich. Wenn ich hier eins drehe, dreht es zwei mit. Und hier dreht es zurück. Ich drehe eins weiter. Drehe zurück. Für meine liebe Freundin. Die Inschrift lautet für meine liebe Freundin. Auch hier eingraviert übrigens. Ach, vielen Dank. Diese Puppe erinnert sie an ihre Jugend in Russland. Es war sehr schwer unter dem sowjetischen Regime. Aber dank ihrer Willensstärke stieg sie zur Leiterin eines Museums für Antiquitäten in St. Petersburg auf. Obwohl sie jetzt in Berlin lebt, heißt es, dass der Kreml sie immer noch fürchtet. Sie muss in der Tat eine beeindruckende Frau sein. Sind Sie ihr Dienstmädchen? Ich bin ihre Begleiterin.
Ich helfe ihr bei ihren täglichen Aufgaben und leiste ihr Gesellschaft. Ah, verzeihen Sie mir. Sie haben sicher von dem Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Ja, natürlich. Alle reden darüber. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Kurz nachdem wir Istanbul verlassen hatten, habe ich mit meiner Mitbewohnerin, Frau Locke, Tee getrunken. Ich ging mit der Prinzessin zum Abendessen und als ich in mein Abteil zurückkehrte, schlief Frau Locke bereits. Etwas später kam Herr Michel, der Schaffner, um mich zu holen, weil Madame la Prinzesse meine Hilfe benötigte. Sie wird von Rückenschmerzen geplagt. Ich habe sie etwa eine Stunde lang massiert. Können Sie sich an die Uhrzeit erinnern? Entschuldigen Sie, leider nicht, werter Herr. Haben Sie ein Taschentuch verloren, auf das ein H aufgestickt ist, Mademoiselle? Nein, Monsieur. Nun, ich dachte, da Ihr Vorname Hildegard lautet? Ich sage Ihnen, et gehört mir nicht. So was Schönes könnte ich mir nicht leisten. Ich habe keine Ahnung, wem es gehört. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht aufbringen. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Mademoiselle. Matroschka-Rätsel. Ich meine, ich begrüße es ja, dass wir ein bisschen rätseln müssen, aber jetzt einfach, es ist halt so ein sinnloses Rätsel. Klar, es ist mit Russland. Möchtest du was mit Russland verbinden haben? Nimmst du Wodka oder Matroschka? Schon klar. Monsieur, ich bin Hercule. Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur Poirot. Was wünschen Sie? Antworten auf ein oder zwei einfache Fragen. In Ordnung, aber rasch. Meine Frau ist ziemlich krank und ich wünsche, an ihrer Seite zu sein. Versprochen. Zunächst einmal nehme ich an, dass Sie von dem Mord wissen? Natürlich. Die Gräfin ist furchtbar aufgebracht. Ihr voller Name? Rudolf Andrenyi. Sie wohnen in Budapest. Und wie sind Sie an Bord des Orient Express gelangt? Ich bin ein ungarischer Diplomat. Meine Familie vertritt unser Heimatland seit dem Volksaufstand gegen die Sowjets 1956. Ich war im Auftrag meines Landes in Istanbul. Angelegenheiten, über die ich nicht sprechen kann. Und begleitet Ihre Frau Sie häufig auf diplomatischen Missionen? Ja, warum denn nicht? Wollten Sie noch etwas anderes wissen? Wer ist Ihre Frau mit Vornamen? Ja, also Ungar, Diplomat. Ja, 34. Das beste Alter. Das war einfach. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich war mit meiner Frau in unserem Abteil. Sie ist früh zu Bett gegangen. Ich habe ein Spiel auf meinem Handy gespielt. Etwa gegen 23 Uhr ist meine Frau aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen und hat eine Schlaftablette genommen. Was mich betrifft, so bin ich kurz darauf ins Bett gegangen und habe bis zum Morgen durchgeschlafen. Mhm. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ich war ein Jahr lang in der ungarischen Botschaft in Washington tätig. Sie kennen möglicherweise die Familie Armstrong? Armstrong. Es fällt mir schwer, mich zu erinnern. Man trifft so viele Menschen. Es ginge um die Entführung eines Kindes, eine sehr traurige Angelegenheit. Der Täter war ein Mann in diesem Zug, der sich selbst Ratchet nannte. Er ist der Mann, der gestern Nacht ermordet wurde. So, so. Es scheint, als hätte die Gerechtigkeit ihn letztlich eingeholt. Haben Sie Dank für Ihre Zeit. Jetzt würde ich mich gerne mit Ihrer Frau unterhalten, wenn Sie nichts dagegen haben. Das ist nicht möglich. Wie ich Ihnen bereits sagte, sie ist sehr krank. Danke. Und viel Glück bei den Ermittlungen. Mhm. Die soll noch geschützt werden. Das ist noch wichtig, auf jeden Fall. Die haben vor allem Vogel damit. Ja, der gute Graf scheint nicht zu wünschen, dass ich mit seiner Frau spreche. Madame Hubert, dürfte ich Ihnen ein oder zwei Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Alles, womit ich helfen kann. Haben Sie kürzlich ein Taschentuch verlegt? Nein,
Ich glaube nicht. Warum? Wir haben ein Taschentuch gefunden, auf das der Buchstabe das schon einmal gezeigt? Aufgestickt ist. Deshalb dachte ich, es könnte sich dabei um Iris handeln. Es tut mir leid, aber nein. Es könnte Miss Schmidt gehören, dem Dienstmädchen von Prinzessin Dragomirov. Ich glaube, ihr Vorname ist, Hildegard. Sie haben recht. God. Man muss immer auch eine Lüge in Betracht ziehen. Danke, Madame. Ja, wir haben das doch schon. Haben Sie da schon gefragt? Ja, Lüge in Betracht ziehen ist richtig, aber. Das war gerade Quatsch. So, wo der Tod ist, ist egal. Das Ereigniszimmer. Wüsste ich gerade nicht, was wir brauchen. Oh. Hat gerade gehangen. Hey. Die guckt mal hier. Personalisiertes. Zimmer. Wir haben eine Tasche. Wir haben zumindest ein Blueberry. Zumindest ein paar Sachen, um zu zeigen, dass hier einer haust. Okay, irgendwie hängt es gerade ab und zu. Wir gehen einfach an sein Blueberry an. Okay. Es ist schon eine Weile her, dass ich so etwas gesehen habe. Ja, vor Touch waren. War das der heiße Scheiß, kann ich sagen. Ich wollte auch gerne mal ein Blueberry haben. Wo du massenweise alles mit den Tastatur eintippen kannst. Und ich meine, alles physisch. Aber irgendwie, ich glaube, Blueberry ist zurzeit hat auch gar nicht mehr so einen guten Stand. Ich glaube, so groß, riesig ist das Unternehmen gar nicht mehr. Hallo? Kann ich was für Sie tun? Den habe ich bisher selten gehabt. Nehme ich an. Sie haben von dem Mord gehört? Cyrus Hartman, ja. Und die Tatsache, dass es einen Mord gegeben hat, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Sie scheinen nicht sehr besorgt darüber zu sein, Monsieur. Das ist nicht der erste Mord, der mir begegnet ist. Ich hatte keine Ahnung, dass der Verkauf von Spielwaren so gefährlich ist. Ich habe Sie beim Abendessen erwähnen hören, dass dies Ihr Beruf ist. Der Spielzeugverkäufer ist eine Tarnung. Ich bin Privatdetektiv, genau wie Sie. Aus den USA. Amerikaner, Privatdetektiv, Alter. Oh. Also wie er auftritt, eher 55. Man kann ihm aber zugute halten, er ist jung geblieben. No, nicht gut. Mit alten Leuten tun sich echt ein bisschen schwer. Et voilà. Das könnte auch 30 sein, also meine Güte, die paar Falten kann er 30 Jahre haben. Ich hatte nicht erwartet, einen anderen Detektiv in diesem Zug zu finden. Ich hatte gerade einen Auftrag in Istanbul beendet, als ich eine E-Mail von Ratchet erhielt. Er hat mich angeheuert, um ihn zu beschützen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich bin sicher nicht glücklich darüber. Er hat einige Drohbriefe erhalten. Ich sollte ihn vor Gefahren schützen. Und ja, das habe ich nicht getan. Aber er schien zu glauben, dass er in größerer Gefahr wäre, wenn er den Zug verlassen würde. War er auf dem Weg nach Paris? Das habe ich angenommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann jemand in diesem Zug Ihre Identität bestätigen? Ja, dieser McQueen, Ratchets Sekretär. Hatten Sie gestern Abend Dienst? Na klar. Ich ließ meine Türen spalt offen und habe die ganze Nacht aufgepasst. Niemand ist in den Wagen gekommen, der dort nicht hingehört hätte. Haben Sie etwas so Besonderes gesehen? Der Schaffner, Michel. Er war auch die meiste Zeit da, bis auf eine Viertelstunde oder so. Nachdem wir Winkowzi verlassen hatten. Er muss auf ein Klingeln aus Ratchets Zimmer reagiert haben. Dann war er gegen 1 Uhr wieder für eine Weile abwesend. Danach hat er sich bis 5 Uhr nicht mehr bewegt. Monsieur Hartman, haben Sie von dem Fall Armstrong gehört? Armstrong? Die Entführung vor ein paar Jahren? Wer hat das nicht? Warum fragen Sie? Ratchets echter Name war Cassetti. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er der Entführer war. Was? Er hat das kleine Mädchen getötet? Nein, das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Job nicht angenommen. Haben Sie eine Ahnung, wer hinter den Drohbriefen steckt? Ich kenne seinen Namen nicht, aber Ratchet sagte mir, er sei ein kleiner Mann mit dunklem Haar und einer femininen Stimme. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das soll uns aber ganz weit wegbringen, oder?
Gehört Ihnen dieses mit einem H bestückte Taschentuch? Sehe ich aus wie jemand, der ein solches Taschentuch benutzen würde? Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Monsieur Armand. Hören Sie, Poirot. Ich weiß, dass ich bei diesem Job versagt habe. Aber wenn Sie Hilfe brauchen, egal welche, lassen Sie es mich wissen. Ich würde das gern wieder gut machen. Gut zu wissen. Gut, mit dem Drohbrief wäre es schon schön gewesen, wenn er uns noch mehr erzählt hätte. Aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal gut weitergekommen. Haben noch ein paar, die wir untersuchen müssen. So nicht alle. Aber wir kommen vorwärts. So, das war erstmal gewesen. In der nächsten Folge fragen wir noch ein paar andere ab. Und dann, ja, schauen wir mal. Vielleicht hören wir noch was, was mit dem Armstrong, dem Herrn, passiert ist. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.